Die Winterpilze nicht ganz einfach zu finden, immer wieder gut versteckt und auch weit herum verteilt sollen in diesem Video Thema sein. Aber zuerst ja, was ist denn nun überhaupt ein Pilz? Gerne bezeichnen wir den Fruchtkörper als Pilz, aber eigentlich lebt der Pilz hier eher im Substrat, in diesem Fall dem Holz einer Buche im Falle vom Austernseitling. Und zwar, wenn das hier ein Stück Holz ist, so ein Holzstumpf ist, sagen wir mal, dann lebt der Pilz als feines, wurzelartiges Geflecht in diesem Holz drin. Man nennt das Myzel. Und diese Myzelfäden, die sind extrem klein, meist kleiner oder schmaler im Durchmesser als ein menschliches Haar, extrem fein, dafür extrem viele davon und fein vernetzt hier im Substrat. Die sind natürlich nicht schwarz, wie ich sie hier male, sondern die sind weiß, weiße Fäden, etwa so wie hier in diesem Pilzzuchtset, das hier schon richtig durchwachsen ist, auch hier der Zuchtseitling. Da sieht man schon richtig diese weißen Fäden, oder man sieht die Fäden eigentlich kaum noch, sondern ein bisschen vom Substrat noch, ansonsten ist der Beutel schon ganz weiß. Und hier oben bricht jetzt auch schon ja, der Sack auf, beziehungsweise ist hier aufgeschnitten und hier entwickeln sich gerade die Fruchtkörper. Ja, und dieses Myzel hier, das ist die Art und Weise, wie der Pilz das ganze Jahr über im Holz überdauert, über mehrere Jahre hinweg, bis das Substrat hier verdaut und zerlegt ist. Und was wir dann am Holz finden, das sind dann einfach die Fruchtkörper vom Pilz und die dienen dem Pilz zur Verbreitung, weil er hier im Falle vom Austernseitling in den Lamellen drin seine Sporen bildet. Diese Sporen, die sind mikroskopisch klein, die sind nur ja, rund ein Hundertstel Millimeter groß. Also wenn man hier von einem Doppelmeter einen Millimeter nimmt und den hier durch 10 teilt und das Resultat dann nochmal durch 10 teilt, das gibt so etwas Kleines, dass es von Auge nicht mehr sichtbar ist und bloß unter dem Mikroskop kann man diese Sporen erkennen. Dafür produziert der Pilz aber Millionen davon. Ja, wir sind in unserem Leben permanent von Pilzsporen umgeben. Wir atmen die auch ein und wieder aus. Man sagt so rund 10 Pilzsporen pro Atemzug atmet ein Mensch im Durchschnitt ein und wieder aus. Ja, das macht uns nichts. Wir haben ja einerseits ein Immunsystem, andererseits fühlt sich dieser Pilz zumindest im menschlichen Körper nicht wohl. Die meisten Speisepilze in unseren Breiten fühlen sich im Bereich zwischen 10 bis 20 Grad am wohlsten. Über 25 Grad wird es ihnen dann bald zu warm und unsere Körpertemperatur von 36, 37, 38 Grad ist den meisten Pilzen bedeutend zu warm, sodass sie sich nicht entwickeln können und uns daher auch nicht besiedeln können. Das ist ein Vorteil, wenn man ein Warmblüter ist. Gewisse Amphibien und Reptilien, die haben da bedeutend mehr Probleme mit Pilzerkrankungen, weil die müssen sich ja in der Sonne aufwärmen und haben, ja, wenn sie noch nicht aufgewärmt sind, halt eine Temperatur, in der sich Pilze eben auch sehr wohlfühlen. Wir Menschen, wir haben ja eher mit Viren, aber vor allem mit Bakterien Probleme. Zurück zu den Pilzsporen. Wie gesagt, die fallen hier bei der Reife unten an den Lamellen oder was der Pilz dann jeweils als Sporengeber hat, heraus und werden dann mit dem Wind verbreitet. Ja, das kann man auch empirisch zu Hause im Haushalt feststellen, wenn man da zum Beispiel so ein Konfitüre oder Gelee-Glas nimmt, frisch kauft und es das erste Mal öffnet und reinschaut, ja, das ist jetzt schon offen und wieder verschließt, das würde schon reichen, oder das reicht definitiv schon, dass hier Sporen drin landen und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich hier im Konfitüreglas Schimmelpilz entwickelt, auch ein Pilz. Also auch im Haus sind wir permanent von Sporen umgeben.
Wie gesagt, in geringen Konzentrationen, wie sie im Wald vorkommen, absolut harmlos. In Innenräumen kann das aber durchaus ein Maß annehmen, wo es auch gefährlich werden kann. Also gerade die Pilzzüchter sind mit sehr hohen Konzentrationen an Sporen konfrontiert. Und in hohen Mengen, wenn man so Pilze züchtet in Innenräumen, dann wirkt das wie Feinstaub und so wie der Bauer im Heustaub eine Farmerlunge bekommt, riskiert man hier eine Pilzlerlunge. Das heißt einfach, die Lunge nimmt Schaden, weil so viel von diesen Pilzsporen in der Luft sind. Aber wie gesagt, draußen ist das kein Problem, da sind die Konzentrationen weitaus zu gering. Aber gut, könnt ihr jetzt sagen, was erzählt der da von unsichtbaren Sporen, die man gar nicht sehen kann. Die kann man durchaus sichtbar machen, wenn man jetzt hier so einen Pilzhut nimmt und hier vom Substrat trennt. Dann lebt der durchaus weiter, so ähnlich wie ein Salatkopf. Ich meine, wenn man einen Salatkopf möglichst lange frisch halten will, ja, kann ich jetzt nicht vorzeigen, habe gerade keinen zu Hause, dann wickelt man den in eine Lage Haushaltspapier, befeuchtet den Strunk unten und packt ihn dann in einen Plastikbeutel, sodass der feucht bleibt. Und so bleibt der Salat lange frisch und knackig im Kühlschrank. Und so ähnlich lebt auch hier der Pilzfruchtkörper nach der Ernte weiter, produziert weiterhin Sporen, wirft die auch weiterhin ab. Also es macht auch durchaus Sinn, wenn man einen Pilz aus dem Boden entfernt und den dann ja doch nicht mitnehmen will, vielleicht zu alt ist, ihn wieder aufrecht hinzustellen oder in eine Astgabel zu hängen, weil er zumindest solange er noch Feuchtigkeit hat, eben hier weiter Sporen produziert und die fallen lässt. Aber wenn man so einen Fruchtkörper geerntet hat, kann man diese Sporen auch sichtbar machen. Im Beispiel von einem Hutpilz würde man da den Stiel entfernen und den Sporengeber hier direkt auf eine Glasplatte oder ein Blatt Papier legen. Glasplatte hat den Vorteil, dass man die Untergrundfarbe ändern kann, denn diese Sporenfarbe, diese Sporenpulver kann verschiedene Farben haben. Das kann weiß sein, das kann rosa sein, so ockerlich sein, das kann braun, rostbraun oder so grau, gräulich, graubraun sein. Ich habe da einen Sporenabdruck gemacht. So kann das aussehen. Also wenn man hier diesen Pilzhut dann eben auf ein Blatt Papier legt oder eine Glasscheibe und das dann 3-4 Stunden liegen lässt, vielleicht nochmal mit einem Glas zudeckt, fallen da so viele Sporen unten aus dem Hut von diesem Fruchtkörper, aus dem Sporengeber heraus, dass sich so ein Abdruck hier bildet. Das hier ist also ein Original-Sporenabdruck, nicht irgendwie ausgedruckt oder verstärkt oder irgendwie sowas. Man sieht hier auch, dass die Feuchtigkeit von den Pilzhüten durchgedruckt hat. Also das ist hier original Sporenabdruck. Wir haben hier den Anis-Champignon, diese eher grau-grau-braune, in schwärzliche gehende Farbe. Dann haben wir Rotfußröhrling, das sind diese hier, Stockschwämmchen, das ist dieser hier und der filzige Gelbfuß, das ist von diesem hier. Diese Sporenfarbe, die ist dann vor allem für Fortgeschrittene wichtig zur genauen Bestimmung der Pilzart, weil da kann man auch wiederum Rückschlüsse auf die Art ziehen. Ja, man sieht hier auch gleich noch ein bisschen den Unterschied zwischen Lamellenpilzen mit diesen Linien, Lamellenpilz oder Blätterpilz, oder hier dem Röhrling. Mit diesem Punktemuster hier. Ja. Das sind diese Pilzsporen. Im Falle vom Austernseitling wären die weiß und die werden dann hier mit dem Wind davongetragen. Und wenn die irgendwo wieder landen, wo sie auf gute Lebensbedingungen stoßen, können die wie Samen, sind sozusagen die Samen vom Pilz, diese Pilzsporen, können die dann keimen und erneut hier ein Stück Holz im Falle vom Austernseitling beginnen mit ihrem Myzel zu durchwurzeln, bis sie dann genug Energie und Reserven beieinander haben, um wiederum Fruchtkörper zu bilden.